Hallo und willkommen zurück zu The Night Witch, Folge 10. Wir sind von Robin verprügelt. Ich meine, wir haben Robin verprügelt, weil wir so krasse Dudes und Dudettes sind. Haben wir ihr übel auf die Schernuze gegeben. Und dann hatten wir irgendeine krasse Vision von irgendeinem Baummenschen mit vier Armen, der gesagt hat, Bro, can you remember me, Bro? Und ehrlich gesagt kann ich nicht nehmen. Und jetzt sind wir unterhalb des Sees. Hi! Und haben den nächsten Bäcker gefunden. Du bist am Leben! Schön für dich! Ich habe noch nie jemanden in diesen vergessenen Höhlen gesehen, der lebt! Nur Monster! Du! Hast es aber irgendwie den ganzen Weg hierher geschafft. Hierher geschafft. Deine Leidenschaft für Muffins ist unglaublich! Tatsächlich ist es das, ja. Danke, dass du meine Stimmung aufhältst. Lass uns backen! Let's bake! Ja, später. Hat eigentlich gehofft, ich kann meine 12.000... Steinchen mal ausgeben, aber na gut. Das ist ja gemein. Ach so, mir fällt gerade auf, ich habe die falschen Sachen dabei. Ich habe die falschen. Weißt du, es passiert nichts gerade. Ich mache gerade meinen Zauberdeck, aber übelst die Gitarre, ne? So, den Laser braucht echt keine Sau. Raus damit. Das hier finde ich auch echt nicht so geil. Wir nehmen dafür wieder unsere Dingens mit. Die Gatling hat uns gecarried, ehrlich gesagt. Aber lieber den Blitz. Und das dann nehmen wir raus. Wir nehmen den rein. Die Wolke der Finsternis, die ist so langsam. Ich mag den Burst von den anderen Sachen. Wir nehmen das mal die Abrissbirne mit rein. Weiß jetzt zwar gerade nicht mehr, wie die genau funktioniert. Ach, die ist horizontal, okay. Aber die macht wahrscheinlich insanen Damage. Dann haben wir den Blitz, der von oben kommt. Vertikal und übelst viel Schaden macht. Und dann haben wir die Abrissbirne, die wahrscheinlich auch extremen Damage macht. Das ist bestimmt ganz geil. Und zack. Um die Ecke. Oh mein Gott, da ist noch einer. Okay, die lauern also überall jetzt. Das ist gut zu wissen. Zong, zong, zong. Laser. Ach, jetzt muss man ein bisschen zielen hier. So. Hallo? Noch eine Juppelmünze. 101. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, zwei neue Karten zu holen. Allerdings. Müssen wir dafür erstmal wieder zurück in die Stadt kommen. Hier, die sind recht tanky, die Dinger. Wow. Was für ein Gamer. Die hinterlassen kleine Totenköpfe, wenn sie sterben. Also die Musik. Oh mein Gott. Ist schon extrem nice. Also jetzt auch gerade spezifisch dieses Lied, ne? Wobei ich muss sagen, das andere hat mir mehr gefallen. Das hier ist halt sehr Standard-Metal mit da ein bisschen Harfe oder so drin. Ah! Okay, das ist ein Shortcut für später. Oh weh, oh weh, oh weh. Kann ich hier durch? Geil. Hat sich der wie heißt das Ding? Morgenstern, Knüppel, Streitkolben, Pfeilbumsi schon gelohnt. So, rein da. Hallo? Auf geht's mit dem Ding. So, drei. So, drei. Weg mit dem Ding. Oh mein Gott, das kommt auf mich zu. So, drei, zack. Lasern. Ah, ich hab mich treffen lassen. Das ist nicht gut. Gut, 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 gut. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Hier sind nochmal ein paar Moneten. 13.000, meine Fresse. Davon hätte ich nicht geträumt am Anfang des Spiels. Da haben wir so wenig bekommen. Jetzt, look at us now. Wir sind Milliardäre. Wir sind jetzt keine Geringverdiener mehr. Wir sind jetzt Maximalverdiener. Geht das kaputt? Ah, das geht kaputt, okay. Ich gehe, glaube ich, lieber unten lang. Wobei, es kommt da doch nicht zu. Der ist gestunt. Jetzt krieg ich Mana. Oh mein Gott, der Dumarsch! Okay, das ist extrem viel Wasser. Oh mein Gott. Immer auf uns zukommt. Kommt man da irgendwie rein? Was genau soll das sein? Wir werden sowas von drauf gehen gleich. Flammenwerfer! Das ist ein Health-Ding. Nice. Noch mehr Mann. Was ist denn hier los? Keine Ahnung, ob der Flammenwerfer geil ist oder nicht.
Wir konnten den jetzt natürlich nicht benutzen. Oh mein Gott. Ja, links kommen wir nicht lang. Gehen wir nach rechts. Ja, wenn das mal, wollte gerade sagen, keine Arena ist, weiß ich auch nicht. Ich hätte erst nach oben gehen sollen, da wäre wahrscheinlich ein Speicherpunkt gewesen. Naja. Regel Nummer 1, don't die. Ja, kann ich mich, glaube ich, nicht dran halten. Sofort gestorben. Okay, das war ganz schön extrem. Wir beamen uns da mal recht schnell hin. Man muss ja nur an den Gegner vorbei, kann ja nicht so schwer sein. Würde zwar sehr viele Kristalle nochmal geben, die zu killen, aber für den Progress sparen wir uns das jetzt mal. Einfach durch, einfach durch. Oh, da kommen wir nicht durch. Zoom. Ich muss das da. Flamme! Drache, erwache! So, hier oben ist bestimmt ein Safe Point. Was ist denn das? Sei gestunt! Böses Monster! Es kommt auf mich zu, es kommt auf mich zu! Okay. 100 Punkte geben die. Holy shit. Das reicht nicht. Mist. Hep, hep. Ha. Kann ich die irgendwie schlau umgehen? Oh Gott. Nein! Ah, Mist, ich wollte da durchdashen, aber ich bin hier an der Ecke hängen geblieben. Mist! Wo ist denn nur mein Speicherpunkt? Ich riech das. Hier drüben ist einer. Hatte ich gehofft, zumindest. Oh mein Gott. Also wir kriegen immer mehr Münzen und immer mehr Geld, aber... Stunning, der kann nix. Immer schön feste drauf, Alter. Oh, no, 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 no. Okay, cool. Alles easy. Machen Sie das auf? Oh. Gehe ich hier entlang? Oh! Zumindest mal Health, aber ich lasse mich nicht baiten. Ha! Hu! Okay. Ha! Hu! War klar. Da schläft irgendwas. Bumm! Okay, jetzt schläft es nicht mehr. Jetzt ist es tot. Jetzt schläft es für immer. Und das respawnt natürlich. Instant. Ich glaube, ich möchte es nicht wecken. Oh mein Gott, wie das Zeug fliegt auch, ne? Wie soll ich ihn predikten, wo das hinfällt? Ich glaube, ich will die Dinger schlafen lassen. Allerdings bin ich halt auch zu neugierig, ne? Ach, die rollen dann da runter. Ah, okay. Oh mein Gott. Muss ich das benutzen, um die zu wecken? Also um das Zeug zu zerstören hier? Oh mein Gott! Wahrscheinlich eher das da, ne? Und das putzelt dann da runter. Und das rollt. Ah ne, das wacht einfach irgendwann auf. Hm. Nicht genau sicher, was ich tun soll. Oh mein Gott! Es ist homing! Okay. Ich hab einen Shortcut aufgemacht, das ist schon mal gut. Ah, jetzt sind wir hier. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ich werde es aber wahrscheinlich nicht schaffen. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Einen haben wir. Zwei haben wir. Nein! Ah, ich wollte nach links. Nach links unten und ich bin einfach nur nach unten gedasht. God damn it! Das ist gar nicht so leicht. Der Level ist echt schwer. Kann ich eigentlich nach rechts? Ne, aber ich kann nach unten. Warte mal. Bevor ich jetzt hier weitergehe. Was ist denn hier? Hallo? Okay, hier ist auch der Tod. Mhm. Da kann man rein.
Hier britzelt's wieder. Vielleicht kann ich hier irgendwann einen Schattenklon hinstellen von mir und dann lädt er die Tür auf und ich kann durch die Tür gehen. Hier geht's also noch nicht lang. Okay. Dann gehen wir halt tatsächlich wieder zu dem Punkt, wo wir gerade gestorben sind. Okay, wir sind wieder irgendwo, was ja schon mal gut ist grundsätzlich. Das Ding ist down. Hier ist noch was zum Heilen. Das Ding... Jetzt müssen wir mal den Weg hier aufmachen. Keine Ahnung, wie man die Dinger aufkriegt. Wahrscheinlich tatsächlich mit den... Bomben da oben, aber ich weiß nicht, wie ich die Bomben so weit runterkriege. Meine Güte, die sind scary, die Homing-Teile. Jesus Christ. Okay. Muss ja irgendwie funktionieren. Ach ja, stimmt ja. Oh mein Gott, no! Ich möchte keinen Schaden bekommen, bitte nicht. Ich meine, den kann man ja wenigstens recht einfach ausweichen. Da muss man mal auch einfach ganz objektiv sein. Das ist okay. Das ist nicht so schlimm, wie es sein könnte. So, hier ist noch ein bisschen Money. Dich lass ich mal runterfallen, dich lass ich mal runterfallen. Oh Gott. Muss ich? Ich verstehe den nicht. Ups. Verstehe ich nicht. Der andere ist doch jetzt viel länger geflogen. Achso, muss ich dich vielleicht... muss ich dich vielleicht so triggern? Mist. Das war nicht richtig. Kann ich da noch vorbeischießen? Ne. Habe ich jetzt meine einzige Chance verhauen? Ja, das war zu langsam, glaube ich. Komm. Runter da. Mist. Okay, ich glaube, man kann die so ein bisschen da langziehen. Hab nur noch nicht genau verstanden, wie. Ne. Hä? Okay, ignorieren wir erstmal. Vielleicht ist das später erst relevant. Aber ich kriege hier ja extra auch Mana, ne? Das reicht nicht. Okay, es fliegt straight nach oben. Aha! Na, komm, komm. Mist, okay, Moment. Das kriegen wir aber irgendwie hin. Weiter. Es zündet zu früh. Okay, es zündet einfach, wenn es irgendwann inaktiv wird. Ah, man muss das Ding locken. Dadurch wird es schneller. So, das müsste schon reichen. Nee, Mist. Ich muss es dann wieder nach unten locken, okay. Nein! Es kriegt nicht so wirklich die Kurve, wie ich sie haben will. Krieg mal die Kurve, Alter! Nein! Ah! Das ist knapp. Ist knapp. Komm. Hier! Nein, zu mir! Ah. Okay, es darf mich nicht berühren. Logisch. Krieg ich nicht gebacken. Okay, wir gehen da lang. Krieg ich jetzt nicht gebacken. Und wir müssen jetzt erstmal einen Safe Point eigentlich finden. Ich hab schon wieder keinen Mana. Gehen wir hier lang. Gucken, ob es hier ein bisschen friedlicher ist. Übrigens kein Wunder, dass hier niemand mehr lebt, so wie es hier abgeht. Ich kann auch hier bestimmt durch die Wand, oder? Jawohl, nice. So muss das sein. Jawohl. Schön auf die Schnauze. Scharnuze. Tod. Tod, allem Übel. Jawohl. 18.000, by the way. 18.000 Kristalle. Fast 19.000. Krieg ich sofort Schluck auf. Oh mein Gott, ein Sprengkörper. Stimmt, den hatten wir in der anderen Map auch noch nicht gefunden. Okay. Ich werde sowas von sterben. Aber das ist keine gute Position. Ich möchte nicht gehen. So darf es nicht enden. Goddammit, jetzt muss ich da wieder hin. Oh, es ist so weit. Es ist so weit. Ich muss immer so weit latschen. Was eine Map. So, hier sind wir nochmal ganz kurz reingegangen. Ich bin jetzt ganz anders als da, wo wir gestorben sind. In der Hoffnung, dass wir vielleicht tatsächlich ja mal möglicherweise ein Dingens finden.
ein Speicherpunkt. Habe ich Blitzdings den? Oh, der hat das überlebt? Das sind die ersten Gegner, die Blitz überleben. Holy shit. Das Ding ist eigentlich eine ganz gute Mana-Quelle. Weil es nicht schwer zu killen ist, aber halt gute Mana gibt. Stirb, 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 stirb. Stirb, stirb, stirb. Okay. Die Tür kriege ich nicht auf. Da war ich fast da. Da hätte ich fast einen Shortcut aufgemacht. Das ist natürlich unlucky. Hätte ich mir jetzt als erstes lang gehen sollen. Müssen wir das später noch nachträglich machen. Ich hätte jetzt echt gerne einen Safe Point. Oh Gott! Nice, nice, nice. Immer schön die Deckung benutzen. Stirb! Danke. Stirb! Gut, 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 gut. Hallo? Da ist noch mehr Money. Oh mein Gott! Hat sich auf meine Seite, auf meine Seite geschlichen, ne? Oh, das habe ich nicht gesehen. Diese einzelnen Yuppie-Münzen, ne? Die machen mich wahnsinnig. Ich brauche so viele und hier liegen nur einzelne rum. Da ist noch eine und da rechts ist noch eine. Hier, komm, 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 komm. Zack! Oh, shit. Da habe ich mehr Gegner befreit, aber keinen gekillt. Aber bin trotzdem elegant außenrum getänzelt. Schlawenzelt, möchte man sagen. Oh, oh Gott. Ah, der lebt noch. Das habe ich nicht gesehen. Dachte, der wäre auch gestorben. Dachte, ich hätte alle erwischt. Mist. Na egal. Hier müssen wir wahrscheinlich nie wieder lang. Deswegen ist das wohl okay. Hier muss jetzt aber mal ein Safe Point sein, ne? Ich meine, irgendwann muss ja ein Safe Point kommen, oder? Oder? Ist das jetzt der Ausgang? Das ist der Ausgang, oder? Dann will ich ja nochmal zurück. Oh nein. Ich würde das ja schon erkunden, auch wenn es sau schwer ist. Aber da ist halt auch echt viel Zeug, ne? Was ist mit dieser Katze? Die ist echt süß, aber was ist mit der? Was ist mit der Katze? Der Spiegelsee, wir sind wieder zurück. Wer bist du? Oh, da ist ja plüschige Schuhe. Du bist Irene, von der haben wir gelesen. Du bist die Schöne. Die Gaunerin, die schöne Gaunerin. Hey, Rain. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Irene, bist du das? Du siehst so anders aus. Ach ja? Was machst du denn hier im Pyjama? Wir brauchen dich im Schloss. Was ich mache? Naja. Zunächst einmal habe ich dich geschnappt, kurz bevor Robin dich in Stücke gesprengt hatte. Ich wollte dich zwar nicht in den Untersee schicken, aber ich hatte nicht genug Zeit, um die Landung vorzubereiten. Also hast du mich gerettet? Ja, aber täusch dich nicht, ich bin auf Robins Seite. Sie gab dir einen Befehl und du hast ihn missachtet. Du hast deine Tracht Prügel verdient. Ich dachte nur nicht, dass sie so weit gehen würde. Darum habe ich eingegriffen. Was hast du dir nur dabei gedacht, mich mit dem Engel der Zerstörung anzulegen? Sie hat mich angegriffen! Ich war dabei, die Maschine zu reparieren und dann wurde sie richtig sauer auf mich und wollte, dass ich verschwinde. Du bist also dem Ehrwürdigen und nicht uns gegenüber loyal? Wir stehen alle auf derselben Seite. Wenn wir die Maschine nicht reparieren, werden die Invasoren gewinnen. Nach allem, was du durchgemacht hast, willst du dann Genius einfach den Daigar Dai überlassen? Das alles kümmert mich überhaupt nicht. Robin hat uns befohlen, abzuwarten und die Invasoren in Ruhe zu lassen. Mehr muss ich nicht wissen. Wir haben sowieso einen Großteil unserer Verbindung verloren. Wir können nicht mehr kämpfen. Selbst wenn ihr eure Verbindung verloren habt, könnt ihr sie wiederbekommen. So wie ich. Hörst du mir überhaupt zu? Robin hat uns befohlen, abzuwarten. Sie weiß besser Bescheid als wir alle. Du glaubst, du kennst sie, nur weil ihr euch während des Trainings nahestandet? Du warst nicht dabei, als es bergab ging. Sie musste härter werden, für uns alle. Sie war unser Fels in der Brandung. Wir haben uns auf sie verlassen. Und jetzt, nach all dem, tauchst du plötzlich auf und stellst ihre Handlungen in Frage? Was glaubst du, wie sie sich deswegen fühlt? Du hast recht. Sie ist nicht mehr die gleiche, die ich im Training kennengelernt hatte. Ja, sie war knallhart und sie war eiskalt. Aber sie war fair, großmütig und freundlich. Dieser Zorn war vorher nicht da. Ich muss wissen, warum sie sich so verhält. Ich kann ihr nicht einfach blind vertrauen. Naja. Ich kann es. Oh.
Holy shit, was für ein Reveal. Was? Irene, sie hat im Krieg ihre Augen verloren. Was ist mit ihren Augen passiert? Oh mein Gott. Die Tür ist verschlossen und Irene antwortet nicht. Ich sollte sie in Ruhe lassen. Das ist ihre Katze, das ist ein Katzenhaus. Sie ist vielleicht, vielleicht ist sie die Katze. Okay, das war ja geil. Geiler Reveal. Okay. Machen wir hier einen Cut. Relativ kurze Folge, weil ich jetzt oft gestorben bin, aber vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ne? Immer schön den Dialekt anpassen. Ciao. Daumen nach oben. Ciao.